Hallo zusammen. Diesen Sommer bin ich unterwegs gewesen mit einer anderen erwachsenen Person und zwei Kindern in einem Wohnmobil 17 Tage von Berlin nach Schottland, durch Schottland und zurück über die Fähre 3500 Kilometern. Und wir haben besucht unter anderem Lough Shiel bei Harry Potter Brücke, eine Ferry Bridge, einmal Edinburgh und auch Balmoral, um nur einige der Highlights zu nennen. Diese Folge wird Harry Potter-lastig. Vier Drehorte werden Erwähnung finden, von denen drei zu sehen sein werden. Wir fangen an in Glen Nevis und fahren dann zum Glenfinnan-Viadukt, aka Harry Potter-Brücke, machen einen Abstecher zu Lough Shiel, setzen per Fähre über zu Skye und besuchen Portree, dürfen buchstäblich 5 Minuten bei Ellendonan Castle halten und beenden die Folge heute beim Freistehen beim Rugby Club in Inverness. Als Nachtrag zu erwähnen ist, dass wir das erste und auch letzte Mal in Glen Nevis unsere Campingausrüstung aufgestellt hatten, den Tisch und die Stühle. Danach war das Wetter einfach nicht hinreichend, um es sich draußen beim Essen mal gemütlich zu machen. Oder wir sind in einem Pub eingekehrt. Wir starten am ersten Harry Potter Drehort, den ich letztes Mal nicht erwähnt habe, Glen Nevis. Hier soll Glen Nevis der Backdrop gewesen sein für das erste Quidditch-Match, in dem Harry Potter gespielt hat. Wie bereits erwähnt, war die Größe dieses Campingplatz echt beeindruckend und auch am nächsten Morgen enttäuschte der Campingplatz nicht mit immer neuen Ansichten der Wolken- und Bergspiele. Wir starteten früh in den Tag und entschieden uns für ein dortiges angebotenes Frühstück. Und es war auch typisch britisch und durchaus genießbar. Wir ließen auch den Kaffee für uns kochen und versuchten uns so bald wie möglich auf den Weg zu machen zum Glenfinnan-Viadukt, da ich schon bei Google Maps gelesen hatte, dass man zeitig da sein muss, um einen Parkplatz zu ergattern, besonders für die Wohnmobile, deren Stellplätze dort begrenzt sein sollten. Also war das Ziel 1,5 Stunden vor der geplanten Durchfahrt des Dampfzuges, der Dampflok, dort zu sein. Nach etwa 30 Minuten kamen wir an und mussten feststellen, dass diese Steam Train nicht fahren sollte heute, entschieden uns aber trotzdem einen kleinen Spaziergang zu machen zum Viadukt. Unterwegs sahen wir übrigens viele andere Roadsurfer und grüßten diese freudig. Es kam uns schon vor, dass wir Teil einer kleinen Familie waren, die unbekannterweise sich trotzdem grüßen kann. Der Pfad Richtung Viadukt war teilweise schon ziemlich matschig, also stellt euch darauf ein, insbesondere wenn ihr einen Aussichtspunkt erreichen wollt. Und je nachdem, wie viel Regen die Tage zuvor gefallen ist, muss man dann definitiv festes Schuhwerk anziehen. Weiterhin machten wir zum ersten Mal mit den berühmten Midgets aus Schottland Kontakt, Bekanntschaft. Und waren sehr froh, dass wir auch Anti-Mück dabei hatten, womit wir uns einsprühen konnten. Besonders an diesem kleinen Flüsschen, wie ich hier ergänzen möchte. Wir arbeiteten uns Stück für Stück Richtung Viadukt vor, bis wir auch hier diesen Aussichtspunkt erreichten, auf dem sich auch einige andere Touristen befanden. Wir waren ja in der Hochsaison unterwegs. Wem das zu viele Ansichten von dem Viadukt sind, der skippt einfach zum nächsten Timestamp vor. Und tatsächlich, auf dem Rückweg zum Auto kam ein Zug vorbeigefahren. Leider nicht die Steam Train, der die Jacobite, aber ein anderer Zug und das war dann doch noch mal ein kleines Erlebnis.
Das stimmt. Gegenüber vom Viadukt befindet sich Loch Shiel nebst einer Gedenkstätte. Loch Shiel selbst ist der dritte Harry Potter Drehort. An diesem See soll Hogwarts platziert worden sein, am sogenannten Black Lake. Mir ist absolut schleierhaft, warum die Touristenmassen sich auch nicht an diesen See, der wirklich sehr fußläufig war, auch mit hinbewegt haben, weil es ja auch ein Harry Potter Drehort ist. Also an diesem See ist ebenfalls auch ein Monument platziert und das Monument erinnert an die zweite Jakobiterrevolte 1745, die April 1746 auf dem Schlachtfeld bei Culloden niedergeschlagen wurde. Outlander-Seeherren wird dieses Ereignis sehr bekannt sein. Dann ging es weiter in Richtung Malake. Unterwegs sahen wir noch den vierten Drehort für Harry Potter, Dumbledores Grab. Leider war es sehr schwer, parkplatztechnisch zu erreichen, und wir haben auch leider keine Film- oder Fotoaufnahmen von diesem Ort machen können. Ich werde euch in der Beschreibung einen Link zum Google Maps Pin zur Verfügung stellen. Malake erreichten wir etwa 30 Minuten später von dem Glenfinnan-Viadukt aus und waren sehr pünktlich bei der Fähre und entschieden uns für ein Takeaway Fish and Chips. Wir fanden ein gutes Restaurant dank Google Maps und warteten, dass wir auf die Fähre dürften, während wir unseren frisch gekauften Fish and Chips genossen. Absolut empfehlenswert. Der Tag war übrigens sehr sonnig gewesen und ich musste feststellen am Abend, dass ich einen Sonnenstich offensichtlich mir eingefangen hatte. Ich hatte Kopfschmerzen und fühlte mich leicht fiebrig, also auf jeden Fall nehmt eine Kopfbedeckung mit, wenn ihr euch in Schottland in der Sonne bewegt über Mittag. Wir gingen auf die Fähre von Armadale. 20 Minuten vor Abfahrt beginnt der Check-in und man kann entweder im Auto bleiben oder sich in einem Aufenthaltsraum aufhalten oder oben auf dem Deck die Aussicht genießen bei gutem Wetter, das wir auch hatten. Das Gewässer war diesmal zum Glück ruhig und wir hatten eine ziemlich schaukelarme Fahrt von 45 Minuten bis nach Armadale auf Skye. Auf dieser kompakten Fähre waren auch Toiletten an Bord, also wenn ihr unterwegs feststellt, dass ihr dies benötigt, dann gibt es diese definitiv. Bei Ankunft stellten wir fest, dass es dort auch ein nettes Restaurant zu geben schien. Wir waren jedoch schon versorgt und fuhren weiter und fanden gleich den ersten Viewpoint, den wir auch sofort nutzten mit großer Begeisterung. Die Aussicht war fantastisch, das Wetter war bilderbuchmäßig und wir waren begeistert von Skye. Wir waren noch auf der Suche nach einem Souvenirladen und entdeckten ein kleines Hotel, Island Earmain. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es gab dort zwei Läden, aber die Zielgruppen waren doch ein bisschen anders. Und es gab eine eigene Bar in dem Hotel. Wir fanden im Whisky- und Gin-Laden noch ein Eis und genossen die Aussicht vor dem Hotel.
Es ging weiter in Richtung Stellplatz für die Nacht. Ich hatte einen Parkplatz rausgesucht an einem Fährhafen. Diesen erreichten wir nach etwa 30 Minuten und erfreuten uns der freilaufenden Schafe, die dort rumliefen. Auch hier war wiederum die Aussicht sehr schön und das Wetter war noch sehr angenehm. Wir machten noch einen kurzen Spaziergang in Richtung Strand, der sehr steinig war, und meine Tochter und ich hatten riesiges Glück und fanden Steine mit Fossilien. Es gab auch eine Toilette, die öffentlich zugänglich ist, und die nutzten wir dann auch. Neben diesem Fährhafen gibt es ein kleines Café, das wir dann auch nutzten. Nicht nutzten. Die Zeit hat nicht gereicht. Und auch am nächsten Morgen sahen wir wieder Schafe, als wir uns auf den Weg machten. Ich hatte Bedenken gehabt wegen der berühmten Fairy Pools, dass es dort überlaufen sein könnte, und die Parkplätze schienen auch recht teuer zu sein. Also entschieden wir uns, nach Portray zu fahren. Dort hatten wir Bilder gesehen von bunten Häuserketten am Wasser und wollten das uns einmal näher ansehen. Unterwegs erfreute uns ein Regenbogen und wir sahen auch die Brücke, die Sligachan Old Bridge, sehr bekannt unter Touristen. Der Fluss, der darunter fließt, soll ewige Schönheit verleihen. Ganz in der Nähe gibt es auch einen Campingplatz und in Portray für Wohnmobile auf jeden Fall ist der große Parkplatz zu nehmen. Wir liefen in Portray zum Wasser und die Aussicht war definitiv eine sehr schöne. Außer dieser und den bunten Häusern fanden wir allerdings nicht sehr viel mehr in Portray. Unterwegs hatten wir noch einen Wasserfall gesehen. Ich versuche hier den Pin ebenfalls zu verlinken. Von dem Wasserfall, den ich vermute, dass er es war. Dort am Wasser gab es nicht sehr viel mehr zu machen, weil auch die meisten Häuser dort privat zu sein schienen. Schön für die Anwohner dort, aber für uns dann auch ein bisschen schwierig, weil es nicht so viel zu tun gab. Und auf dem Weg zurück ins Auto nahmen wir spontan noch einen kleinen Abstecher in dieses schöne Café. Auf Google Maps ist es eine Kneipe. Ich würde es eher als Café bezeichnen. Oben kann man sehr nett sitzen und unten gibt es auch einen Barbereich, an dem meine Tochter gerne Platz nahm für ein Foto. Nach der Stärkung ging es auf die lange Etappe nach Inverness. Das waren 112 Meilen bzw. 180 Kilometer und unterwegs suchten wir auch einen Wasserfall. Wir erspähten einen aus der Ferne und waren verständlicherweise nicht ganz glücklich. Unterwegs machten wir Halt bei Allendonnen Castle und wirklich buchstäblich 5 Minuten. Wir kamen am frühen Nachmittag dort an und dort war die Hölle los. Die Autos stauten sich bis auf die Straße und wir durften netterweise bei den Reisebus-Kojen halten, aussteigen, Fotos machen und dann weiterfahren. Die Einweiser vor Ort hatten echt alle Hände voll zu tun. Unterwegs nach Inverness gab es auf jeden Fall sehr viel schöne Landschaft zu bewundern. Und wie ihr auch ein bisschen aus den Bildern erkennen könnt, waren die Parkplätze an den Seiten der Straße teilweise nicht ganz eben, weswegen wir auch einige Haltemöglichkeiten ausließen, da so ein Wohnmobil doch ganz schön durchgerüttelt wird, wenn es über solche Straßen fahren muss. Der Weg Richtung Inverness führte uns auch entlang des berühmten Loch Ness. Der hier ist noch nicht zu sehen. Sondern hier. Es gibt mehrere Möglichkeiten anzuhalten am Loch Ness.
Es ist ein wirklich langgezogener See. Unterwegs gab es auch Orte, an denen sich viele Touristen aufzuhalten schienen. Die haben wir jedoch ausgelassen. Und schließlich kamen wir beim Highland Rugby Club in Inverness an. Es gab außer uns noch eine gute Handvoll weiterer Wohnmobile, was dann das abendliche Stehen sehr angenehm machte. Diesen Weg entlang gab es übrigens noch einen schönen großen Spielplatz und Toiletten, die wir aber nicht fotografisch aufgenommen haben. In der nächsten Folge nehmen wir eine sehr wunderschöne, bildschöne Straße Richtung Balmoral Castle. Und probieren endlich Haggis, aber vegetarisch. Und verbringen eine sehr verregnete Zeit in Aberdeen. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like da und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Ich wäre euch sehr dankbar.